Junge, Junge, Junge. Der Stör ist echt nervig. Oh, nehme ich mit. Dankeschön fürs Kupfer. Nice Sache. Apropos Kupfer. Oh, da sollte ich auch mal wieder dran gehen. Aber ich habe keine Energie. Also sobald es regnet, wenn es regnet, werden wir auf jeden Fall diesen einen Fisch bei Regen rausreißen. Und die restliche Zeit bei Regen werden wir in der Mine verbringen. Weil dann habe ich genug Energie und muss nicht auf dem Hof Pflanzen gießen. Damit in der Mine auch was geht. Und damit wir vielleicht noch ein bisschen Kupfer und Eisen da rauskriegen. Weil ich brauche ja noch 5, 10, 15. Nee, warte, dieses Schwert kann man gar nicht upgraden. 10 Kupfer brauche ich noch. Die Sense werde ich nicht upgraden, weil in dem Steinbruch gibt es eine Höhle, da kann man eine Goldsense holen. Ja, und deswegen werde ich die Sense nicht upgraden. Ich glaube, man kann sie auch gar nicht upgraden, genau aus dem Grund. Ich weiß es aber gerade gar nicht. Müsste ich erst noch auf meinem Schmied gucken, ich bin mir nicht sicher. Oh, das könnte das sein. Ach, streng dich an, junger Mann. Hey. Mach keine so Hüpf-Eskapaden hier, okay? Ja. Come on, man, bitte. Bitte sei der Stör. Yes. Oh mein Gott. Mutter Maria und Jesus. Abfahrt. Abfahrt. Ab ins Gemeindezentrum. Den Fisch können wir von der Liste streichen. Was haben wir hier noch? Noch mehr Kupfer. Das ist ja geil. Das läuft wieder. So. Energie ist direkt auf Null. Schön. Schön, schön. Dann können wir heute wieder früher ins Bett. Ja, geil, Leute. Es läuft. Richtig, richtig geil. Ich bin richtig motiviert. Das läuft richtig gut. Ich habe keine Ahnung, warum ich gerade so oft das Wort richtig gesagt habe, aber es fühlte sich richtig an. Ja, das war schon wieder ein doofer Spruch von mir. Wie des Öfteren. Ach, nicht Spezialitätsfisch, nicht Ozeanfisch. Konzentrier dich. Hier sind wir falsch, genau. Wir wollen hier hin. Nein, wir wollen hier hin, sag ich doch. Zack, Bündel komplett. Geile Sache. Ja, verkleideter Dreher. Der metallene Einhänger und die farbenfrohe Luftschlange sind ein verlockendes Spektakel für Fische. Erhöht die Beißrate von Fischen. Das werden wir jetzt aber noch nicht benutzen. Ich weiß, das Aquarium ist ziemlich das langweiligste Bündel, weil da wird nur der Felsen entfernt da oben und man lernt, wie man mit dieser Schüssel da Metalle aus dem Wasser sieben kann oder so. Aber es ist halt von den Fischen her das Aufwendigste, deswegen will ich da echt dranbleiben. So, den noch bei Regen. Der weiß ich, wie man ihn kriegt. Der ist Herbst. Und der Glasaugenbarsch ist, glaube ich, auch Herbst. Oder? Doch, der ist Regen, Herbst. Herbst und Regen, glaube ich. Herbst und Regen. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Regentag im Sommer für den letzten Sommerfisch. Geil. Und dann können wir bei Regen immer in die Mine, aber es wird wahrscheinlich auch nicht so oft regnen im Sommer. Naja, wird sich zeigen. Wird sich zeigen. Hier sind wieder die Moderfliegen unterwegs. Da modert wieder was vor sich hin. Jetzt gehen wir erstmal nach Hause, schmeißen die Fische in die Box und gehen schlafen. Wie schaut's aus? Fischen ist wahrscheinlich bald auf Level 6, so wild wie wir hier rumfischen. Und dann haben wir den 10., das heißt, unsere Melonen sind auch bald mal parat. Die müssten am 12. oder 13. fertig sein. Und der ganze Rest wuchert auch schön vor sich hin. Kommt erstmal das ganze Fischzeug in die Kiste. Und mit dem Kupfer werden wir uns gerade nochmal einen Kupferbahn machen. Oh, nice Sache. Ups. So rum. Yes. Zack, rein da. Habe ich jetzt noch hier was auf Tasche? Habe ich nicht. Nur noch Grünzeug. Und dieser Dreher, was mache ich mit dem? Den lasse ich, glaube ich, erstmal hier. Der nimmt Inventarplatz weg. Ich schmeiße den mal hier rein. Ist ja ziemlich egal. Ja. Und dann gehen wir ins Bett. Sollen wir nach den Pilzen gucken? Nee, das machen wir doch. Das machen wir noch schneller. Können wir die vielleicht auch noch in die Kiste werfen? Und dann muss ich mal gucken, wie ich das mit den Kisten hier mache. Ich glaube, ich mache die Bäume nochmal weg und lasse mir hier eine Lagerhalle hinstellen und stelle meine ganzen Kisten in die Halle. Weil es gibt ja solche Lagerhallen. Und dann könnten wir hier Lagerhalle und eventuell, keine Ahnung, Schleim Ranch später mal. Es gibt ja noch so eine Schleim Ranch, wo man Schleime züchtet. Die kann man ja nicht rauslassen. Das wäre vielleicht eine Idee. Dann ist dieser Platz genutzt
Und die Baumplantage kann man ja auch woanders anpflanzen. Da brauche ich ja auch noch die ganzen Fruchtbäume sowieso. Ich habe keine Ahnung, das muss ich mir überlegen, wie wir das machen. Irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit. Hetzt ja keiner rum. Vielleicht lasse ich die Bäume auch erstmal stehen. Ich weiß es noch nicht. Wir haben Zeit. So, weg mit dem Zeug. Das Kupfer in die Kiste. Was soll ich? Ich kann halt jetzt. Ich kann die Gießkanne nicht upgraden, ne? Ja, ich kann die Gießkanne nicht upgraden gehen. Ich brauche die zum Gießen. Dann hätte ich gesagt, ich gehe die jetzt upgraden. Ich glaube, ich spare mir jetzt ein bisschen die Kohle. Was war das denn? Schnell ins Bett. Irgendwas hat mich da angequietscht von der Seite. Katze, du bleibst drin. Draußen ist gefährlich. So, gute Nacht. Yes, Hofarbeit Stufe 5. Nutzpflanzen sind 10% Mehrwert oder tierische Produkte sind 20% Mehrwert. Ah. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich eigentlich für immer am Ackerbau dranbleiben werde. Also an den Tieren auch, aber die Tiere werde ich in erster Linie auch nur haben fürs Gemeindezentrum und halt von jedem ein paar. Ich glaube, Nutzpflanzen bringt mir mehr im Long Run, im langen Spiel bringen mir Nutzpflanzen mehr. Dann nehmen wir den Ackerbau. Ja. Vor allem, wenn jetzt dann schon das ganze Zeug bald parat ist draußen, die ganzen Melonen und so. Ah, jetzt ist morgen das Fest. Das heißt, da brauche ich noch, help me. Help me, help me. Da brauche ich noch was zum Reinschmeißen. Das werden die mir jetzt aber auch sagen wahrscheinlich, ne? Hallo Horst Manfred, morgen versammeln wir uns alle für das jährliche Luau am Strand. Das Highlight der Veranstaltung ist die Gemeinschaftssuppe. Bring auf jeden Fall etwas dafür mit. Der Gouverneur selbst nimmt an der Veranstaltung teil. Also sei bitte höflich und zuvorkommend. Kommt zwischen 9 und 14 Uhr zum Strand. Gezeichnet Bürgermeister Lewis. Der Bürgermeister Levis. Ja, dann hätte ich gesagt, wir müssen noch irgendwas Geiles finden für in die Suppe. Irgendwas in Iridium-Qualität. Ne, das wird schwer. Aber in Gold vielleicht. Ich weiß noch nicht was. Hätte ich jetzt das... Hätte ich da früher dran gedacht, hätte ich den Iridium-Fisch behalten. Den Fisch da reinschmeißen wäre wahrscheinlich voll eklig geworden, weil da alle was reinwerfen. Dann liegt da so ein Fisch drin. So ein Iridium-Fisch, aber keine Ahnung. Vielleicht wäre das sogar was Gutes gewesen für die Suppe. I don't know. I don't know. Mensch. Die Melonen sind noch nicht parat, die brauchen ja 12 Tage. Die sehen zwar ziemlich ready aus fast, aber sind sie nicht. Toll, jetzt sehe ich auch fast nicht, wo ich gieße. Also, das sieht fast nicht aus, als ob gegossen wäre. Obwohl doch, wenn man mehr wie eine gießt. Also eine gegossen sieht man fast nicht, aber mehrere sieht man dann. Gut, gut zu wissen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich die anderen Sprinkler kriege. Da muss ich, glaube ich, bei Hofarbeit... Ups, schon wieder gegen das Mikrofon gehauen, ich bin ein Held. Weiß ich, ob ich bei Hofarbeit hier noch weiter hoch muss oder was ich dafür machen muss, ich weiß gar nicht mehr. Weil diese kleinen Sprinkler sind mir eben, die sind ein bisschen... Kosten, also Materialkosten intensiv dafür, dass sie nicht wirklich was können. Oder nicht viel können. Ups, kein Wasser, klasse. Mit Wasser wird der Boden nasser. So, probieren wir es mal mit Wasser, ne? So, zack, zack, gleich haben wir es geschafft. Die tägliche Tortur. Nee, eigentlich ja nicht. Eigentlich auch ganz angenehm. Ganz angenehm, ganz angenehm. So. Nochmal füllen. Energie ist schon wieder bald weg. Wie sieht's hier aus? Da geht nichts mehr, freundschaftstechnisch. Ja, was machen wir jetzt? Für die Mine reicht meine Energie eventuell auch nicht wirklich. Sonst hätte ich gesagt, wir springen da jetzt schnell rein. Und machen vielleicht 5 Level. Das könnten wir machen. Oder wir gehen... Nee, ich kann nicht noch mehr einkaufen. Was will ich noch mehr einkaufen, wenn ich keine Energie habe zum Wässern? Ja. Schwierig, 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 schwierig. Ich sag's euch. Da gehen wir jetzt in die Mine. Wir gehen jetzt kurz in die Mine. Da hoch am besten. So. Ich muss auch überlegen, dass ich bald mal Geld brauche für... ...10.000 Gold für das Haus-Upgrade, weil...
Wir haben zwar erst zwei Herzen bei Lea, aber irgendwann, sie kann halt erst einziehen, wenn das Haus vergrößert wurde. Also der Anbau mit Küche. Obwohl das jetzt keine Anspielung sein soll, von wegen Frauenküche. Aber der Anbau mit Küche, der muss sein, damit man die Verlobte oder den Verlobten, damit man die überhaupt heiraten können und die bei einem einziehen. Ich glaube, wenn man das Haus-Upgrade nicht hat, dann sagen sie einem sogar, ich will dich momentan nicht heiraten. Weil das Haus ist zu klein. Das heißt, die 10.000 sollten wir dann auch mal bedenken und irgendwo auf Seite haben eventuell. Und Holz braucht das, glaube ich, auch. Das heißt, das Holz brauche ich auch auf der Seite dann. Jetzt habe ich hier die Fackel. Bist du denn für einer? Machst du schon immer so eklige Geräusche? Das quietscht hier rum, was ist das? Was wie Fledermaus oder sowas? Komm, geh kaputt. Oh, wie lange lebt er denn? Jesus Gott. Menschenskinder. Es ist stockduster hier. Das ist, glaube ich, ziemlich das Schlimmste an der ganzen Mine. Es ist dieses Gebiet. Geile Sache. Hier haben wir ein bisschen Licht. Kann man hier... Ah ja, guck mal an. Da kann man buddeln. Schön. Das lassen wir jetzt aber erstmal hier. Das kostet mich nur unnötig Energie. Ach. Das nutzen wir doch gerade aus. So, da unten sehe ich Kupfer. Gib mal her, die Zeug. Was ist das, eine Fliege? Die klemmt hier hinterm da war wieder ein Quietscher irgendwo. Jesus. Die hat mich jetzt gerade ein bisschen erschreckt, die Fledermaus. Also ganz ehrlich. Stirb, du Fisch. Dankeschön. Oh je. Ja, Fledermausflügel, genau. Fledermausflügel sind auch... Boah, wo sind die denn drin? Lass mich überlegen, im Heizraum. Abenteurer. 10 Stück. 10 Stück geht ja noch. Das ist ja noch ganz in Ordnung. 99 Schleim, das ist ja gute Nacht. Aber 10 Fledermausflügel ist machbar. Oh, der Schleim wird mit der Zeit auch irgendwann mal eintrudeln, ne? Ich habe ja... Okay, hau ab. Ich habe ja, glaube ich, auch schon 30 oder so rumliegen. Oder 40, keine Ahnung. Ein bisschen was geht da schon. So, komm, stirb jetzt. Du lebst mir eindeutig zu lang. Dafür, dass ich nur einen Stein rauskriege, bist du ziemlich nervig. Der nächste. Hat die Augen gesehen. Klonk, abgewehrt. Er rennt durch mich durch. Da kommt eine Fledermaus von der Seite. Hau ab. Hau ab. Stirbst du jetzt bitte mal? Will er nicht. Will einfach nicht sterben. Ach, der hatte die Leiter. Cool. Komm, weg mit euch, ihr Säcke. Ach, da ist mehr Licht. Das ist schön. Oh, das ist auch schön. Ich weiß nicht, warum ich manchmal... Hör doch auf jetzt. Also manchmal ist es ein bisschen stressig, wenn ich irgendwie die Richtung wechseln will zum Angreifen. Mach das nicht sofort. Und manchmal macht das, ohne dass ich will. Ja, ihr lebt mir eindeutig zu lang. Ich brauche, glaube ich, ein besseres Schwert. Vielleicht kriege ich ja mal eins aus einer Kiste. Wer weiß. So, wieder nur Stein bekommen. Dafür ärgere ich mich mit euch rum, oder was? Ja, da kommt der Nächste. Lass mich mal kurz in Ruhe, danke. Geh mal weg. Keine Zeit für dich. Dann will ich hier nur das Kupfer und dann bin ich weg. So. Die Kiste werde ich noch kaputt hauen. Schön, da war nichts drin. Elegant. Tschö. 34. Du mal weg da. Stinkkäfer. Ach komm. Wo bist du? Ah, da. Ich sehe deine Augen. Oder dein Auge. Von der Seite. Stirb. Stirb doch. Stirb jetzt, bitte. Mann. Was wollte ich gucken? Irgendwas wollte ich. Ach, der Erdkristall, den brauche ich ja auch noch. Stimmt, den muss ich auch noch abgeben. Einen, glaube ich. Gucken wir doch gerade mal schnell. Ist das nicht auch in dem Ding Beutel gewesen hier? Nee. Geologe, genau. Erdkristall, gefrorene Träne, Feuerquarz. Ja, schön. Dann bringen wir das auf jeden Fall heute oder so. Oder morgen eventuell auch noch ins Gemeinschaftszentrum. Dann ist das auch vom Tisch.
Diese komischen, was auch immer das sein sollen. Lehm-Aliens oder so, keine Ahnung. Oder Lehm-Monster. Der gibt mir nichts. Das ist auch schön. Sehr, sehr schön. Jawollo. Roter Pilz. Den brauche ich nicht mehr, aber der bringt mir ein bisschen Geld. So. 35, der nächste Fahrstuhl. Wir können abhauen. Oh, kann ich noch ein bisschen was abbauen hier. Schön, und jetzt gehen wir. Tschüss. Jetzt gehen wir gerade schnell ins Gemeinschaftszentrum, schmeißen das Zeug da rein und dann Abfahrt heim. Heute mal wieder ein bisschen früher ins Bett, gell? Mensch, das Kinder. Oh, der Linus, moin. Ich kenne dich nicht gut genug, um dir zu vertrauen. Tut mir leid. Menschenskinder. Linus, Linus, Linus. Du Stinker. So, hier, ja, ich soll, Gemeinschaftszentrum muss ich ja nach unten, ne? Ich laufe wieder einen Stiefel zusammen, das glaubt ja kein Mensch. So. Hier jammt wieder die Musik. Jetzt ist die Frage, ist ab Stufe 40 dann schon das, Schneegebiet in der Mine, also das Eisgebiet. Das wäre nicht schlecht, weil da brauchen wir ja auf jeden Fall diese gefrorene Geode. Und Zeugs. Ja. Genau. Ach. Ich muss hier ja gar nicht alle vier Sachen abgeben. Das heißt, ich kann jetzt einfach Fledermausflügel und Schleim sammeln, dann ist die Sache hier vom Tisch. Gefrorene Tränen. Ich glaube, die gibt es auch in dem Eisschneegebiet-Ding. Das gibt's. Feuerquarz ist weiter unten. Aber das kriegen wir auch hin. Das wird auch nicht allzu schwer. Wenn wir halt mal Gold finden und Eisen. Aber dann ist das auch gleich vom Tisch. Obwohl wir das auch bei Clint kaufen könnten. Aber jetzt bringt es uns eh noch nichts, weil wir erst hier fertig werden müssen. Was habe ich noch? Nichts mehr, ne? Der Rest ist abgegeben. Schön. Gut. Dann heim. Ins Bett. Ja, war wieder ein bisschen erfolgreich heute. Also allgemein, die letzten paar Aufnahmen gingen echt gut was ab. Also die letzten paar Folgen gingen echt gut was ab. So, du bist der Arzt, ne? Vergiss nicht, dir die Hand vorzuhalten, wenn du niest. Schon was von Corona gehört? Da muss man ein bisschen was anderes machen dafür. Was wollte ich denn jetzt gucken? Ah, nee, noch nicht. Ah, die Woche ist noch gar nicht rum, wir haben Mittwoch. Mensch. Dauert noch, dauert noch. Dauert noch ein bisschen. So. Jetzt werden wir auf jeden Fall das Zeug mal alles in die Kisten werfen. In die Kiste werfen. Gewässert ist alles zum Glück. Der Quarz musste ich nicht abgeben, aber Quarz sollte ich eventuell behalten. Ich muss gerade alles behalten, ich kann nichts wegwerfen. Das Kupfer nehmen wir mal raus und die Kohle. Ich hab gesagt raus. So. Lass mich mal gucken. Wir haben... Ups. Stein. Und Lehm. Wir haben eine Weißalge. Und wir haben Quarz. Und Käferfleisch. Und Fledermausflügel. Ich schmeiß mal da rein. Hätte ich den Quarz nicht einfach auch da reinschmeißen können? Nicht hält. Achso, Moment. Wo habe ich den jetzt? Komplett blind wieder. Hab ich gesoffen? Da ist er doch. Ach Mensch. Ah, Leute. Ich weiß nicht, was mit meinem Kopf los ist. Er verwirrt mich selbst. So, Kupfer schmelzen. Für was brauche ich denn nochmal normales Kupfer? Ungeschmolzen. Eier zu Mayonnaise, die kann ich auch schon bauen eigentlich. Irgendwo brauchen wir noch normales Kupfer, ne? Was war's denn? Ah, stimmt, für eine Schmelzung braucht man Kupfer und Stein. Aber einer reicht uns ja gerade mal. Der muss ja nur nebenher laufen gerade. Ist eigentlich nicht schlecht so. Kann man so stehen lassen. Jetzt warten wir schnell, bis der fertig ist, dann stecke ich nochmal Kupfer rein und der Rest kommt in die Kiste. Dann habe ich jetzt für jetzt eine Portion und für morgen früh eine Portion und der Rest schmeiße ich in die Kiste. Jetzt muss ich hier wieder richtig stapeln, das nervt ein bisschen. Ja, wenn irgendjemand weiß, wie das geht, weil irgendwie konnte man Dinge in der Kiste auch verschieben, glaube ich. Ich bin mir fast sicher, dass das ging. Ich weiß nur nicht mehr wie. So.
Ja, wenn ich halt mal Regen hätte, könnte ich meine Gießkanne abgeben, aber ich habe, glaube ich, keine 3 Tage am Stück Regen. Was mir auch noch auffällt ist, ich brauche irgendwas für dieses blöde Fest morgen. Naja, jetzt gehen wir erstmal ins Bett. Bleibt jetzt eh nichts anderes übrig. Ab ins Bett. Gute Nacht. So, 75 Gold. Ich bin ein reicher Mann. So. Ja, guten Morgen. Der Hahn kräht mich auch schon von der Seite an. So, was wollt ihr jetzt? Wollt ihr mir jetzt nochmal erzählen, dass heute Party ist, oder wie? Hallo Horst Manfred, ich habe einen Artikel über dich in der Zeitung gesehen. Sieht so aus, als wäre es das ländliche Leben ganz gut für dich. Ich bin so stolz auf dich. Pass auf dich auf, mein Schatz. Alles Liebe, Mama. Okay, Mama. Danke, Mama. Cool. Ja. Die Woche ist nicht rum. Ich weiß gar nicht, wann die Woche mit den Geschenken startet oder ob das einfach immer auf Sonntag oder Montag resettet, wahrscheinlich in dem Fall. Ja. Wir werden jetzt irgendwie noch irgendwo was finden müssen. Eventuell gucke ich, ob da oben wieder Pilze in der Höhle liegen. Dann nehmen wir halt einen Pilz mit und schmeißen ihn in die Suppe. Ist ja egal. Hauptsache, wir schmeißen da irgendwas rein und machen da mit. Wir gehören ja dazu. Wir wollen ja hier bleiben. Wir wollen hier bleiben, bis wir 100% haben und noch viel weiter. Ja. Also 100% auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal. Dann wechseln wir wahrscheinlich zu. Oder dann werden wir auf Stardew Valley Expanded vielleicht weitermachen. Vielleicht ist bis dahin der Patch 1.6 raus, beziehungsweise der Patch 1.6 auf Stardew Valley Expanded aufgespielt, weil. Oh, Entschuldigung. Es ist ja eine Fan-Mod. Die können ja nicht von Tag 1 auf der neuesten Version sein. Das muss auch im Nachhinein gemacht werden. Ja. Ich bin auf jeden Fall gehypt auf Version 1.6. Habe ich, glaube ich, auch schon mehrfach erwähnt. Da kommt ein Haufen neuer Content. Und ich kenne noch nicht mal. Ich kenne nicht mal den Content von Version 1.5. Und 1.6 bringt noch mehr Content. Mal gucken, ob wir bis dahin überhaupt noch 1.5er Content ansehen können. Weil ich will mir hier echt keinen abhetzen, ne? Die einzige Priorität, die einzige große Priorität, die ich hatte, das sind, oder immer noch hab gerade, sind auf jeden Fall die Fische fürs Gemeinschaftszentrum. Und der Rest wird halt alles ganz chilly-willy gemacht. In aller Ruhe. Ohne Stress und ohne rumhetzen. So. Schön. Dann machen wir da gerade nochmal eine Ladung rein. Zack. Ja, ich glaube, Kupferbahn habe ich dann erstmal gut was auf Lager. Jetzt gucken wir. Ach, guck mal, die faule Katze wieder. Ja, okay. Schlaf weiter. Oh, die Morchel. Oh mein Gott. Die gibt es hier nicht oft. Die ist fürs Gemeinschaftszentrum. Fürs Kochpaket, glaube ich. Oder? Bündelkoch. Nee, das ist der Trüffel, stimmt. Wo ist denn die nochmal? Die ist aber auch hier, glaube ich, irgendwo, oder? Irgendwo auf jeden Fall. Muss ja sein. Ups, ah, hier sind wir falsch. Speisekammer. Nein. Handwerksraum. Hier. Ah! Dann ist das Exotenbündel fertig. Wenn die da drin ist, ist das fertig. Genau. Die Morchel ist das letzte fürs Exotenbündel. Geile Sache. Da hätte ich gesagt, wir nehmen den Pfifferling mit. Oder den roten Pilz, wenn wir die Leute vergiften. Eigentlich nicht. Wir nehmen den Pfifferling mit und schmeißen den in die Suppe. Das ist alles hier gewässert. Das ist schön. Das Kupfer kommt da noch rein. Dann machen wir hier nochmal 5 rein. Wir können's, weil wir es können. So. Blub. Die ist fürs Fest und das fliegt in die Kiste. Und dann gehen wir los, weil 9 Uhr geht's los. Wir haben 9.30 Uhr. Abfahrt. Ab aufs Dorf fischt. Erstmal einen trinke. Oh. Das nehme ich natürlich auch noch mit. Das schmeiße ich heute Nacht dann noch in die Kiste. Schöne Sache. Oder vielleicht sogar in die Gelee-Dings. Dann machen wir uns noch ein lecker Gewürzbeeren-Gelee oder so. So, jetzt ist erstmal Party. Wo ist die Party überhaupt? Ach, die ist am Strand, oder?
Ja, warte mal, wenn das am Strand ist, gehe ich jetzt schnell ins Gemeinschaftszentrum, wenn es schon offen hat. Ja, stimmt, das Luau ist am Strand. Und dieses komische Quallenfest, da ist auch am Strand. Nice Sache. So, wo war das Bündel jetzt nochmal? Ich hab's wieder vercheckt. Ich kann mir es echt nicht merken, Leute, tut mir leid. Ich weiß nicht warum. Hier sind wir falsch, ne? Ne, sind wir nicht. Sind richtig. Bündel Exoten komplett. Ich war nicht einmal in der Wüste. So macht man das. Fünfmal Herbstfülle. Der Geschmack des Herbst. Nice Sache. Wie viel Energie gibt das? 220. Leck. Das füllt ja richtig viel auf. Ja, geile Sache. Da kann ja so eine Höhlenkarotte mit 30 Energie voll abstinken. Ja, geil. Sehr geil, nehme ich dankend an. Vielen Dank, Unimos. Die hat auch keinen Bock auf Dorffest, so wie es aussieht. Die macht lieber Party alleine in den Bergen. So, ich bin diesmal pünktlich. Es hieß zwischen 9 und 14 Uhr. Das Fest werde ich nicht verpassen. Gut, den Eiertanz habe ich auch nicht verpasst. Blumentanz, nicht Eiertanz, Entschuldigung. Ja, ich habe das Eierfest verpasst. Moin. Was für ein entzückender Anlass. Es ist immer eine Freude, das Sterntautal zu besuchen. Okay. Mach dich zurecht, der Gouverneur ist für seinen jährlichen Besuch hier. Wenn du etwas für die Überraschungssuppe hast, dann wirf es auf jeden Fall in den Kessel. Mach ich, Chef. Mani ist hier kräftig am Rühren. Ich schmeiße Pfifferling rein. Pfifferling in die Suppe gegeben. Nice Sache. Wo ist, da hinten ist der Grumpy Opi. Grumpy Öbel. Wo ist denn da die Lea? Hallo. Wie geht es mit dem Hof voran? Muss ja eine anstrengende Jahreszeit für dich sein. Ach, Pamela Papp, alles easy. So, was verkaufst du Schönes? Aufkleber. Blätter. Totempfahl. Eine Sternfrucht. Für 3000? Willst du mich vergiften? Fackel für 700. Ach, Junge. Du holst es auch bei den Lebenden, oder? So, sollen wir mit dem Luau beginnen? Der Gouverneur sieht ein wenig hungrig aus. Ja, auf jeden Fall. Go, go. Go, go, Power Rangers. Sorry. Also Leute, es ist mal wieder Zeit für die Überraschungszeremonie. Ich vertraue darauf, dass ihr dieses Jahr alle qualitativ hochwertige Zutaten in den Topf geworfen habt. Wir wollen nicht, dass der Gouverneur seinen Besuch im Tal bereut. Ich habe halt Pfifferling reingeworfen, mein Gott. Wird sich zeigen, ob der gut ist. Wahrscheinlich nicht, weil nicht Iridium-Qualität. Also, Gouverneur, würden Sie uns die Ehre erweisen, die Suppe zu probieren? Natürlich, ich habe mich schon das ganze Jahr darauf gefreut. Freut sich das ganze Jahr auf die eine Sache. Und dann liegt eine Boxershorts drin oder so. Ja, wie gesagt, man kann die Hose da reinwerfen. Diese Hose, die bei Mani liegt. Die Boxershorts vom Bürgermeister. Ach, er freut sich. Ah, eine sehr angenehme Suppe. Die Erzeugnisse dieses Tals enttäuschen mich nie. Sei mal froh, dass da keine Hose drin ist. Keine Unterhose. Oder kein Giftpilz oder sowas. Lecker. Ihr habt alle wirklich gute Arbeit geleistet. Ja, nice, ne? Wer will sonst noch etwas Suppe? Niemand. So, dann gönnt euch mal alles Süppchen. Das Luau war ein voller Erfolg. Gut, dass ich etwas Leckeres für die Suppe mitgebracht hatte. Ich glaube, ich habe da noch nie nichts reingeschmissen. Das wäre auch mal interessant. Wenn man nichts reinwirft. Habe ich noch nie gemacht. Weiß jemand, was dann passiert? Wenn es jemand weiß, haut es mir in die Kommentare oder so. Würde mich interessieren. Jetzt ist Zeit, nach Hause zu gehen. Und dann... schmeißen wir das Zeug noch... Nein, machen wir nicht. Stimmt, alt, Moment. Da war schon wieder der Pfeifer. Oder immer der mir hier ins Ohr pfeifen will, er hat es schon wieder getan. Ich glaube, ich mache Gewürzbeeren-Gelee. Blub. Der Rest kommt in die Kiste. Das hat mich schon wieder angepfiffen. Das ist irgend so ein creepy Nachtvogel wahrscheinlich. So, jetzt ab ins Bett. Katze liegt sicher auch schon drin. Ja. Katzi. Doch, die schnarcht. Die kriegt es nicht mal mit. Gute Nacht. Jo, 3,95, wenigstens ein bisschen was.
alles besser wie null, sag ich mal. So. Guten Morgen. Oh, die sind erst morgen ready. Ja gut, ich hab's hier am 1. gepflanzt, ne? 12 Tage ab dem 1. ist halt Tag 13. Hatte ich mir eigentlich schon fast gedacht, dass das so weit kommt. So, letztes Kupfer läuft erstmal. Da werde ich aber, glaube ich, auch erstmal kein Kupfer mehr da reinschmeißen. So. Oh Gott, oh Gott. Ja, heben wir auf das Zeug. Ja, ich glaube, ich habe erstmal genug Blumen für Mani und Lea. Obwohl ich gar nicht weiß, ob Mani noch welche braucht. Doch, stimmt. Ich habe sie ja erst auf einem Herz. Uff. So. Oh Gott, oh Gott. Ja, jetzt hauen wir am besten noch die Peperoni da weg, gell? Was wächst denn hier? Die Tomate, die ist fürs Gemeinschaftszentrum. Alles andere haben wir, ne? Ja. Schön, die wächst auch wieder. Dann lassen wir die auch noch wachsen. Der Hopfen ist auch fertig. Der ist nicht fürs Gemeinschaftszentrum, ne? Ne, ist er nicht. Aber den könnte ich da rein... Ne, warte, der muss ja in ein Fass. Der muss ja in ein Fass, damit daraus Bier wird. Hm. Naja, ist ja erstmal egal. Hauptsache, wir haben ihn.